Neben mir sitzt Seppi Waller, der Juniorchef und auch Küchenchef hier im Hotel Keindl, in dem wir uns gerade befinden. Hallo Seppi, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich, servus. Meine erste Frage kommt gleich. Der Winter kommt, wir haben die ersten Schneeflocken schon gesehen. Was ist denn hier rund um den Kaiser alles geboten? Wir sind eine richtig schöne Tourismusregion hier. Wir haben wirklich alles von Berge, Langlaufloipen, Rodelbahnen. Also ich freue mich schon wahnsinnig auf den Winter. Der erste Winter heuer mal wieder ohne Maske, freie Skifahren, Natur erleben, wir sind nicht mehr eingesperrt, also ich bin total euphorisch schon und ich kann jetzt gar nicht warten, bis wir wieder auf die Bretter zu stehen. Ja. Das sehen bestimmt auch viele Leute so und es kommen Skifahrer von allen Könnensstufen. Welche Skigebiete eignen sich denn für welche Könnensstufen? Wenn man mal in Oberaudorf bleibt, das kleine Skigebiet uns, bei uns der Hocheck, Flutlicht, toll, Rodelbahn dabei auch. Würde ich sagen, Anfänger bis Fortgeschrittene. Super perfekt für Abendskifahren. Die Beleuchtung ist top. Für mittlere bis gute Skifahrer würde ich das Sudelfeld empfehlen. Das ist halt schon ziemlich groß, eines der größten in Deutschland. Ist vom Hotel her 10 Minuten entfernt, Viertelstunde maximal. Wenn man noch ein bisschen größere Skigebiete bevorzugt, haben wir die Skiwelt Wilder Kaiser. Und natürlich Kitzbühel auch um die Ecke. Das ist beides wirklich innerhalb von einer Stunde, kann man locker hinfahren. Bisschen Überstunde ist dann das Zillertal. Also wirklich, wir haben von Anfänger bis zu die Fortgeschrittenen, wir haben alles da bei uns. Du schwärmst ja richtig. Fährst du selber auch Ski? Ja, ich liebe Skifahren. Ich habe früher auch viel Langlauf gemacht. Mittlerweile bin ich eher der Skifahrer. Was ist denn dein Lieblingsskigebiet? Wo gehst du am liebsten hin zum Skifahren? Also ganz ehrlich, wenn ich so hier bei uns in der Gegend fahre und ich habe nur mal zwischen der Arbeit mal wenig Zeit, dann gehe ich mal schnell hoch, drehe ein paar Schwünge, ist toll, super Bedingungen, tolle Pisten. Wenn ich mal einen halben Tag habe, wie gesagt, gerne mal ins Sudelfeld hoch. Sonst bin ich auch oft in der Skiwelt oder auch mal gerne in Kitzbühel. Stichwort Nachhaltigkeit. Studien zufolge haben 50% der unter 30-Jährigen kein Auto, aber gerade diese Leute wollen gerne Skifahren gehen. Wie können die denn das Skigebiet hier am besten erreichen? Also wenn man zu uns ins Hotel kommt, kann man mit der Bahn bis nach Oberaudorf fahren. Es gibt dann ein Shuttle zu uns zum Hotel. Und vom Hotel aus haben wir dann Möglichkeiten, die Skibusse. Die fahren dann zum Beispiel in die Skiwelt Wilder Kaiser oder auch heuer das erste Mal von Oberaudorf bis nach Kitzbühel. Das heißt, man könnte fast sagen, dass Kitzbühel wie ein Vorort von Oberaudorf ist, denn der Skibus ist ja kostenlos. Naja, vielleicht eher Oberaudorf ein Vorort von Kitzbühel, aber wie gesagt, es ist, ich finde es schön, dass man ein bisschen einfach auf die Nachhaltigkeit schaut. Es ist wichtig, dass man auch in ferner Zukunft noch Skifahren können, die Umwelt von dem, was wir leben und einfach von dem, warum es auch die Gäste zu uns kommen, weil es einfach bei uns schon schön ist. Das sollte man natürlich erhalten und das sind einmal die ersten Schritte, die wo wirklich dahin, wie soll ich sagen, dahin führen, dass man einfach nachhaltig ist und auch für die Zukunft alles so plant, dass man auch wirklich noch in 10 Jahren Skifahren können und einfach mit einem guten Gewissen das machen kann. So ist eigentlich der Ziel und die Skigebiete nehmen das auch ernst mittlerweile, muss ich sagen, und das freut mich auch sehr, so wie auch wir im Hotel. Wir haben Photovoltaik, wir haben Regenwassergewinnung, Mülltrennung und so weiter. Also wir sind auch dabei, dass wir einfach ein grünes Siegel für unser Hotel auch bekommen und das ist der richtige Weg. Das heißt, wenn man jetzt nach einem langen Skitag zu euch ins Hotel kommt, was hat man dann hier geboten? Was kann man alles noch machen? Wie gesagt, wir haben super schöne Zimmer. Wir sind immer drauf und dran, neue Ideen einzubringen. Wir haben einen Wellnessbereich. Wir haben Massagen, zwei Damen, die wo das machen. Eine Naturheilkosmetikerin, eine, die macht ayurvedische Massagen. Wir haben einen schönen Whirlpool, Sauna, Dampfbad. Das alles kann man bei uns nutzen. Ist bei jeder Übernachtung im Preis inbegriffen. Selbst wenn man mal nach Essen einen kleinen Spaziergang macht, ist alles schön beleuchtet, das ist wirklich toll und man kann auch so ruhig entspannen. Wie schneesicher ist denn die Region hier?
schneesicher sind mir vor die Skigebiete eigentlich ziemlich alle gut. Ich meine, Kitzbühel, die Skiwelt, Zudelfeld, die gehen da bei, sag ich mal, bei ab über 1000 Meter, da ist eigentlich das ganze Winter eigentlich ein tolles Skifahren. Und die kleinen Skigebiete haben halt auch Schneekanonen. Und von der Schneesicherheit muss man sagen, finde ich, kann man eigentlich, mal sagen, von Mai, die großen Skigebiete schon Ende November oder Anfang Dezember, die kleinen beginnen Mitte Dezember und man hat einen tollen Winter. Bei uns direkt im Tal haben wir, sag ich mal, im Durchschnitt so 20 bis 30 Zentimeter über den Winter entlang. Und es ist so, dass man gut anreisen kann ohne Probleme und man hat jetzt nicht die großen, die großen Schwierigkeiten, dass man da wirklich Meter hohen Schnee hat. Das haben wir bei uns jetzt nicht. Aber natürlich an den Skigebieten und so ist dann genug Schnee. Das heißt, wenn November, Dezember der erste Schnee liegt, wie lange geht die Saison? Bei den kleinen Skigebieten beginnt es eigentlich, sage ich, so Mitte Dezember bis Mitte März. Die großen Skigebiete fangen an Anfang Dezember, Ende November teilweise. Und da geht es dann eigentlich bis in April meistens rein. Ja. Und was würdest du empfehlen? Wann ist die beste Zeit, hier ins Kaindl zu kommen, wenn man Skifahren möchte? Ich persönlich fahre gerne vor Weihnachten zum Skifahren, weil einfach diese Menge an Touristen noch nicht da ist. Die Pisten sind ein bisschen übersichtlicher. Ist auch für mich beruflich ein Vorteil, weil noch nicht so viel los ist. Also das ist eine gute Zeit, wenn man wirklich gern zum Skifahren gehen will, ist vor Weihnachten eine tolle Zeit. Und Sonnenskifahren ist natürlich nach Faschingsferien, ist es natürlich noch göttlich, wenn man halt oben auf der Berghütte bei der Südseite noch ein bisschen einen Jägertee trinkt und so und ein bisschen die Sonne genießt, je nachdem, wie man es liebt. Was aus deiner Sicht macht das Kaindl hier aus und wie sieht denn die Zukunft aus? Der Kaindl ist eigentlich familiär. Preis-Leistung, finde ich, ist bei uns ganz wichtig. Wir versuchen, unsere Gäste alle so gut es geht bedienen zu dürfen. Zukunftsorientiert werden wir sicher uns noch ein bisschen vergrößern. Das werden wir dann die nächsten Jahre sehen, was wir noch genau machen. Aber wir wollen am Zahn der Zeit bleiben. Natürlich ökologisch und umweltfreundlich und nachhaltig. Das wird alles mit einbezogen. Energiesparen mit verschiedenen Maßnahmen. Aber wir wollen natürlich den Service am Menschen, der soll nicht zu kurz kommen. Also ich kann sagen, ich genieße meinen Aufenthalt hier sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich komme gerne ein andermal wieder, um dann zu schauen, was sich hier alles getan hat. Das machen wir gerne, dann gehen wir zum Skifahren. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön.